Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video hier bei eHayo. Ich habe euch eine Amazon Fire TV Stick Fernbedienung mitgebracht und da ich doch ab und zu die Anfragen dazu kriege, zeige ich euch heute mal, wie man das Mikrofon in dieser Fire TV Fernbedienung deaktiviert. Denn manche Leute haben einfach Angst, dass das Ding dauernd mithört und wenn man dann im Wohnzimmer irgendwelche Dinge bespricht, dass Amazon weiß, wovon man redet. Ich kann schon mal vorab sagen, ich kann euch jetzt nicht direkt versichern, dass das nicht so ist. Bei der Alexa war es ja so, dass dort man erst Alexa sagen muss, damit die aktiviert wird und das Mikrofon ausliest, vernünftig interpretiert. Hier werden wir uns anschauen, wie das Mikrofon funktioniert. Das Teil ist geklebt. Also es gibt ein paar Videos bei YouTube, wo erklärt wird, wie man das Ding öffnet. Also man öffnet das Ding so, ne? Man schiebt hier dieses Teil nach oben. Es geht gerade ein bisschen schwer, weil es schon ziemlich kaputt ist von meiner Öffnenaktion. Man schiebt hier diesen Batterieschacht nach oben und dann kann man die Batterien tauschen. Es gibt tatsächlich Videos in YouTube, die erklären, wie man die Batterien wechselt, weil es ist echt ziemlich kompliziert. Ich persönlich finde, dass das ziemlich gut aussieht immer noch. Es war eine mühsame Arbeit, das aufzubrechen. Es muss gut überlegt sein. Man kann das Mikrofon deaktivieren, man kann es auch wieder aktivieren. Ich zeige euch jetzt im Video, wie das geht. Ihr müsst euch selber überlegen, ob ihr es aufmacht. Es ist geklebt, man muss es relativ brutal aufbrechen und man muss es danach auch wieder zukleben und im Zweifel sieht es so aus wie meins. Und von dem her ist halt die Frage, ob man das will oder nicht. Ich zeige euch jetzt, wie das Ding deaktiviert wird und ich zeige euch auch gleich, was drin ist. Weil wenn wir es schon mal aufhaben, schauen wir gleich, was drin ist. Das Ding, das ist komplett rundum verklebt. Guckt da mal das an. Sogar da unten mein Batteriehalter, das ist so gemacht, dass das quasi nie wieder aufgehen soll. Ja, wie willst du das jetzt wieder zusammenbringen? Ja, kleben. Halt da wieder ein bisschen Heißkleber drum umtüllen und dann ja, ist das wieder gut. Ja, aber das wird ja nie wieder ganz. Ja, das ist ja klar, wird das wieder ganz. Na, schau doch mal an, wie das ausschaut. Das ist ja kaputt. Na, das ist... Du willst doch den Leuten... Du willst doch den Leuten zeigen, wie man dieses Ding ausmacht, dieses Sprachding da, oder? Ja, aber das ist. Und das ist macht doch keiner auseinander, wenn es danach nicht mehr gescheit Ja, aber das ist besser wie vorher. Guck, das hat hier Lüftungsschlitze auf der Seite und alles. Also für mich wäre es kaputt. So, jetzt schauen wir uns mal das aufgeschraubte, aufgebrochene Teil an, weil ich finde nämlich gerade was ziemlich Cooles an dem Ganzen. Und zwar sind die Amazon ja schon Füchse. Die haben ja hier die AAA-3A-Batterien. So drin, dass beide Plus da oben haben. Und das hat mich immer schon gewundert, weil keiner hat sowas. Und ich finde es total genial. Muss man sich viel weniger Gedanken machen, wie das Zeug reinkommt. Und jetzt haben die hier hinten voll die coole Konstruktion. Man hat ja quasi hier jeweils Minus, Minus. Das heißt, ich habe hier einmal Minus. Es wird mit dem Drähtchen nach vorne geführt und geht dann hier so rum auf so kleine, ja, biegsame Federkontakte, sage ich mal. Und man hat quasi hier Minus und hier Minus. Und hier habe ich Plus bei dem Federkontakt und hier habe ich Plus bei dem Federkontakt. Wenn wir uns jetzt die andere Seite angucken, haben wir hier nochmal das Gleiche. Die zwei Plus-Federkontakte gehen hier hin jeweils und die zwei Minus gehen hier hin. Und jetzt habe ich herausgefunden, wenn man mit dem Durchgangsprüfer misst, ist dieser Minus mit dem Plus hier verbunden, wie man hören kann. Bedeutet also, man hat hier Plus. Dieser Plus ist mit dem Minus verbunden und hier hat man Minus. Man hat also zwischen hier, dem Pad und dem Pad 3 Volt. Also zweimal die Batterienserie. So wie man es erwarten würde. Wenn man jetzt auch das Pad hier messen würde, kann man sehen, wenn ich auf die Schrauben messe, das Pad hat tatsächlich Masse. Wir haben hier also Masse-Pad und hier plus 3 Volt Pad. So haben die das gelöst. Hier gleich mal erklärt, wie man das Mikrofon deaktiviert, damit die Neugierigen nicht länger warten müssen. Oben befindet sich in Gold das Mikrofon, unten der IC, der die analoge Digitalwandlung übernimmt. Hier in Orange seht ihr den Signalfluss. Man kann super den Koppelkondensator erkennen. Wenn wir diesen auslöten, ist das Mikrofon auch schon deaktiviert. Am besten geht das natürlich mit einer Lötpinzette. Da die Bauform aber sehr klein ist, kann man den Kondensator auch mit einem normalen Lötkolben leicht entlöten. Das Ganze sollte dann etwas so aussehen. Das Mikrofon ist nun definitiv deaktiviert und hört absolut nichts mehr. Solltet ihr unabsichtlich den Kondensator daneben mit auslöten, ist das nicht schlimm. Jetzt verschönere ich noch das Gehäuse und verschraube die Platine wieder.
Für weitere Verschwörungstheorien schauen wir uns später noch an, was auf dem RFID-Chip drauf ist. Ich verwende hier speziellen Sekundenkleber für Kunststoff. Bitte achtet darauf, dass überall wieder Kleber aufgebracht wird, vor allem zwischen den Batterien. Danach wird das Gehäuse wieder fest zusammengedrückt. Nun zum Inneren. Herzstück ist wieder ein ARM-Prozessor der Firma MediaTek. Den gab es wohl günstig zum größeren Bruder dazu, den wir ja schon im Fire TV Stick selber gesehen haben. Nebendran ein Flash-Chip für die Firmware vermutlich. Wie wir sofort erkennen, 32 Megabit groß. Damit die vielen Tasten abgefragt werden können, wird ein I²C-Port-Expander der Firma NXP verwendet. Das Mikrofon ist rein analog und wird durch einen ADC3101 von Texas Instruments in I²S umgewandelt. Die Antenne für vermutlich Bluetooth ist eine klassische Stripline-Antenne mit optionalen Lötpads für einen UFL-Stecker. Ja, so sieht's drin aus. So könnt ihr das Mikrofon deaktivieren. Wichtig beim Zusammenbauen, wenn ihr das Ding wieder zusammenklebt, müsst ihr in der Mitte Kleber auftragen. Da ist so eine kleine Kleberstelle und relativ gut drücken mittig, damit die Federkontakte auch wirklich gute Verbindung haben. Ansonsten ja, funktioniert es halt nicht mehr. Es ist ein bisschen doof, wenn man ewig rumklebt und dann im Nachhinein merkt, es funktioniert nicht mehr. Also drückt es vielleicht erstmal ein bisschen, bevor es rundum klebt, und guckt es mal mit dem Fire TV Stick, ob es noch funktioniert, dass das Ding dann kaputt wäre. Wäre schade drum. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Videovorschläge habt oder so, schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Und bis zum nächsten Video. Ciao!